zu Azubis erklären Azubis. Mein Name ist Daniel und ich werde euch heute die Verteilungsrechnung mit Brüchen erklären. Dazu haben wir hier eine kleine Beispielaufgabe vorbereitet. Und zwar für ein Stadtfest beteiligen sich 4 Einzelhändler in einer gemeinsamen Werbeaktion, deren Kosten insgesamt 5.520 Euro betragen. Die Kosten werden nach folgenden Bruchteilen aufgeteilt. Und zwar trägt A ein Sechstel der Kosten, B ein Fünftel, C 3/10 und D den Rest. Als ersten Schritt müssen wir einen gemeinsamen Nenner finden. Dazu müssen wir eine Zahl finden, in der alle 3 Nenner hineinpassen. In diesem Fall ist es 30. Und die 30 können wir uns auch schon mal hinschreiben. Nun müssen wir den Nenner von A mal, in dem Fall ist es 5, multiplizieren, um auf 30 zu kommen. Und genauso müssen wir den Zähler dann multiplizieren. Also kommen wir auf 5, 30 für A. Bei B ist der gleiche Weg, nur müssen wir es hier mit 6 machen, um dort auf 30 zu kommen. Wir kommen dann halt auf 6 30. Bei C ist es 3. Das heißt, wir kommen hier auf dann 9 30, weil wir noch 3 mal 3 rechnen müssen. Und D erhält den Rest. Das bedeutet, dass was übrig bleibt, wenn wir den gemeinsamen Nenner minus die errechneten Zähler rechnen. Das bedeutet, es werden 10 30 ist der Rest. Wir haben den gemeinsamen Nenner minus 9, minus 6 und minus 5 gerechnet und kamen dort auf 10. Das ist das, was übrig bleibt davon. Als nächstes ziehen wir uns die Kosten, die 5.520 dazu. Die schreiben wir uns auch schon mal auf. Und das muss man sich so vorstellen, die 5.520 sind gleich 30 Teile. Die sind das Ganze, 30 Teile vom Kuchen oder von der Torte, wie man möchte. Dazu haben wir auch eine kleine Grafik vorbereitet, und zwar die 5.520 sind gleich 30 Teile. Und wir wollen noch ein Stück davon ausrechnen. Das bedeutet, wir müssen die 5.520 durch 30 teilen, damit wir auf ein Stück kommen. Und das machen wir auch jetzt sofort. Wir teilen das durch 30 und kommen dann auf ein Teil von 184 Euro. Also ist jetzt ein Teil davon gleich 184 Euro. Nun müssen wir uns die Verteilungsschlüssel rausschreiben. Und die Verteilungsschlüssel sind die Zähler der errechneten Brüche. Das bedeutet, für A ist es 5, für B 6, für C 9 und für D 10. Da wir jetzt die Kosten für einen Teil errechnet haben und die Verteilungsschlüssel auch rausgeschrieben haben, können wir uns den Kosten nun zuwenden. Für die Kosten müssen wir einen Teil mal die jeweiligen Verteilungsschlüssel rechnen. Bei A bedeutet das, wir müssen ein Teil, also 184, mal 5 rechnen und kommen dort auf 920 Euro. Also die 5 mal 184, um dort auf 920 zu kommen. Das gleiche machen wir bei B, C und D. Und dann kommen wir auf Ergebnisse von 1104 bei B, 1656 bei C sowie 1840 bei D. Nun haben wir die Kosten für die jeweiligen Einzelhändler berechnet. Zur Probe oder zur Überprüfung könnt ihr euch die ganzen Kosten, die wir errechnet haben, nochmal zusammenrechnen und kommt dann in der Summe auf 5.520 Euro. So, und das war es jetzt auch schon wieder von der Verteilungsrechnung mit Brüchen von Azubis erklären Azubis. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns auf Facebook oder Twitter finden. Dort gibt es weitere Videos zu verschiedenen Themen. Ihr könnt auch selber Themenwünsche äußern und Kommentare darüber hinterlassen. Wir freuen uns. Danke und tschüss.